Die Katze. Ich lebe in einem kleinen Dorf abseits vom River Lake. Das ist das Internet, also werde ich nicht so viele Informationen preisgeben. Aber ich werde euch meinen Namen verraten. Mein Name ist Ian. Und das Folgende, was ich euch erzählen möchte, ist schon seit 6 Jahren her. Ich muss da ungefähr 10 gewesen sein. Und sehr naiv, sonst wäre ich nicht in diese brenzliche Lage geraten. Neugier kann tödlich sein, das sage ich euch. Warum ich jetzt erst den Mut aufbringe, um euch das zu erzählen? Ganz einfach, weil ich Angst hatte, dass mich die Leute für verrückt halten würden. Na gut, dann fange ich mal an. Passt genau auf, das Folgende könnte euch etwas mitnehmen. Es war ein wunderschöner sonniger Tag und ich genoss das Wetter, spielte draußen mit meinem Ball. Da bemerkte ich gerade, dass eine schwarze Katze an mir vorbeihuschte. Ich ließ den Ball fallen. Sie verschwand daraufhin im Dickicht eines nahegelegenen Waldes. Ich wollte sie irgendwie unbedingt haben, also lief ich ihr nach. Bis zu einem Häuschen mitten im Wald. Es sah sehr alt aus und verkommen. Die Katze suchte da wohl nach Mäusen oder etwas zu fressen. Ich wollte gerade ein paar Schritte auf sie zugehen, um sie mir zu schnappen. Da kam eine alte Frau heraus. Ich versteckte mich hinter einem Busch und beobachte alles aus sicherer Entfernung. Da war plötzlich etwas komisch. Die Katze blieb wie angewurzelt stehen. Ich dachte, sie würde weglaufen. Die Frau kam der Katze immer näher. Und da geschah etwas, was ich nie zuvor für möglich gehalten hätte. Die alte Frau nahm die Katze hoch und verschlang sie mit einem Bissen. Angst und Panik kam in mir auf. Ich wollte einfach nur weg. Ich ging ein paar Schritte zurück und trat auf einen Ast. Dieses Knacken war so laut, dass die alte Frau zu mir rüberguckte und mich auch in diesem Moment entdeckt hatte. Ich wollte weglaufen, doch da packte sie mich plötzlich. Sie war doch gerade noch 10 Meter von mir entfernt. Ich drehte mich um und da sah ich etwas Schreckliches. Ihre Arme waren so lang geworden, dass sie mich packen konnte. Ich schrie. Als ich aufwachte, war ich gefesselt an einem alten Sessel. Ich konnte kaum atmen. Ich schaute mich um. Der Raum sah genauso wie das alte Haus aus. Die Tapete blätterte schon von den geputzten Wänden ab und alles war total staubig. Mein Mund war mit Tesafilm zugeklebt. Ich konnte darum auch nicht schreien. Ich versuchte mich mit aller Kraft zu befreien, doch nichts half. Da hörte ich ein lautes Geräusch aus der Küche. Hörte sich so an, als wäre etwas auf den Boden gefallen, ein Topf oder eine Pfanne. Dort aus der Küche kam dann schließlich die alte Frau, die mich hier festhielt. Was hatte sie nur mit mir vor? Sie stand nun vor mir. Da trat ein raues, kehliges Lachen aus ihr. Hallo, mein Kleiner. Ein schmerzhaftes Zucken ging durch meinen ganzen Körper, als ich diese Stimme hörte. Diese Alte hatte keine normale Stimme, sondern sie klang fürchterlich. Es wäre der Teufel in sie gefahren. Vielleicht war sie auch der Teufel, was ich nicht hoffen wollte. Sie kam nun näher, so nah, dass ich ihren alten, verdorbenen Atem riechen konnte. Ich kniff die Augen zusammen und als ich sie wieder öffnete, war sie weg. Bestimmt wieder in der Küche. Aber was macht sie da bloß? Egal. Das gab mir die Chance, mich zu befreien oder es wenigstens zu versuchen. Ich hatte es fast geschafft, da kam sie auch schon wieder. So, mein Kleiner, jetzt kommst du in den Kochtopf. In meiner Verzweiflung fing ich an mit Weinen. Ich konnte nicht glauben, was sie da gerade gesagt hatte. Da schob sie auch schon einen riesigen Kochtopf in die Wohnstube. Darunter zündete sie eine Flamme an. Ich weiß, das klingt jetzt alles wie ein Gruselmärchen, aber es kommt noch schlimmer. Ich hatte solche Angst, dass ich hier nicht wieder lebend rauskommen würde. Sie ging wieder zurück in die Küche und ich ergriff meine Chance. Ich war endlich frei. Ich ergriff die Türklinke, aber wie erwartet war die Tür abgeschlossen. Da kam die Alte auch schon wieder. Wo wollen wir denn hin, junger Mann? In der Panik nahm ich mir die nahegelegene Vase und zerbrach damit ein Fenster. Sie kam immer näher und ich quälte mich durch das Fenster. Mit ein paar Schnitten rollte ich ein Stück den Berg herunter. Ian, komm zurück! Ich hab Hunger! Schrie sie mir hinterher. Doch ich dachte gar nicht daran, zurückzugehen. Ich rannte wie wild in den Wald hinein. Ich dachte, wenn ich nicht schnell genug wäre, dass sie mich wieder packen könnte. Aber ich hatte es fast geschafft. Ich drehte mich noch einmal um zu schauen, ob sie noch hinter mir war. Und ja, da war sie. Aber sie sah anders aus. Wie eine Mischung aus einer Spinne und einer alten Frau.
So kam sie mir hinterher, auf allen Vieren. Ich stolperte und fiel hin, schaute nach oben und vor mir stand mein Vater. Der Albtraum war vorbei. Ich hab's geschafft. Ich stand auf und schaute mich um, nichts von der Alten zu sehen. Am herauffolgenden Abend erzählte ich meinem Vater die Geschichte. Mein Vater war ziemlich besorgt und beschloss, dass ich ihm die Hütte zeigen sollte, doch die Hütte war weg. Und die alte Frau auch.